So, und zum Abschluss möchte ich noch etwas zur Ausführung der kleinen Sprünge sagen. Wir achten ganz besonders auf eine kleine Bewegungsamplitude, damit wir viele kleine Sprünge durchführen können, denn die Wiederholung ist hier immer wieder sehr, sehr gewinnbringend für den Lernerfolg. Wenig intensiv sollten diese Sprünge sein, damit wir viele kleine Sprünge durchführen können. Die Technik steht im Vordergrund, das heißt, wir schauen ganz genau auf die technische Ausführung. Die technische Ausführung kommt hier vor der Intensität und auch vor dem gesamten Umfang. Ein stabiler Rumpf ist vonnöten, um die Kraft auf den Ganzkörper aus den Fußgelenken zu übertragen. Deswegen ist es immer wieder von Vorteil, wenn der Sportler die Hände in der Hüfte hält, um somit auch seinen Rumpf zu kontrollieren. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir versuchen, wenig Kniebeugung, am besten keine Kniebeugung zuzulassen, ja, und wirklich es als kleine Sprünge zu verstehen. Und diese Art von Sprüngen, diese kleinen Sprünge, sind natürlich immer wieder geprägt durch das Anziehen der Fußspitze in der Luft und damit dieses Aufladen, diese Energiespeicherung in der Achillessehne, die wir dann wieder abgeben können über den Boden in den Gesamtkörper. Das heißt also, in der Luft die angezogene Fußspitze ist das Technikmerkmal der kleinen Sprünge. Viel Erfolg beim Üben wünscht der Thüringer Leichtathletikverband und bis bald.